Heimat wird präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. '23 neigt sich dem Ende, aber wir starten mit Heimat und damit herzlich willkommen. Kultur in der Region, ein richtig guter Vorsatz natürlich auch für das neue Jahr. Und wir lassen jetzt erstmal kräftig die Puppen tanzen. Wo? Natürlich im Theater Koblenz. Die Sonne scheint, es ist ein herrlicher Tag. Frühlingsmorgen, wie es jeder so mag. Ein Blick aufs Konto und dich trifft der Schlag. Sag, wo führt das hin? Also speziell an diesem Stück reizt mich vor allem das Aufeinandertreffen von Puppen und Menschen. Also wir haben ja einen ganzen Cast sozusagen von verschiedenen MitbewohnerInnen dieser Straße, die sozusagen aus Puppen, aus Menschen und aus Monstern besteht, dass die immer auf Augenhöhe miteinander bleiben. Das fand ich irre reizvoll. Vor der Haustür wartet das Leben. Lass uns nach Hause. Ja, Puppen können natürlich an einer gewissen Stelle natürlich ganz viel, wie zum Beispiel irre Sprünge machen, fliegen, sich auch sehr frech auch daneben benehmen. Ich finde, die Puppen dürfen mehr. Ah! Oh. Lies doch die Kritik über Brians letzten Auftritt. Ja, es hilft, wenn man sieht, dass es jemand anderem viel beschissener geht. Womit habe ich das verdient? Und die dürfen aber auch ganz schüchtern und ganz klein mal sich irgendwie annähern und auch sich natürlich total doll miteinander verlieben. Rod, ich liebe dich. Niki, was hast du gesagt? Ich liebe dein süßes Lächeln. Niki, bist du wach? Zieh dein Nachthemd aus, Rod. Niki! Niklas! Also natürlich haben wir eine Vielfalt von Themen. Wir haben das Thema Rassismus, wir haben das Thema Outing, also Sexualität, die eigene Sexualität herausfinden. Wir haben das Thema Arbeitslosigkeit. Ich bereue den Tag, an dem ich Sie eingestellt habe. Das ist in Ordnung. Ich kündige! Nein! Ich schmeiße Sie raus! Das können Sie überhaupt nicht mehr. Ich habe doch soeben gekündigt! Fahr zur Hölle, Katharina! Jeder ist in etwa so rassistisch wie du. Mit Princeton, sozusagen die Hauptfigur, der von außen kommt, ein Mitbewohner dieser Straße wird, gehen wir sozusagen durch diesen Abend. Und ich glaube, wir können uns an ganz vielen Stellen, glaube ich, irre mit ihm wieder, also identifizieren. Der wird die Bestimmung finden. Wow, wow. Also meine Geschichte, Musiker zu werden und vor allen Dingen Theatermusiker zu werden, ist ziemlich vergleichbar mit den Darstellern im Stück Avenue Q. Deswegen interessiert es mich auch so. Ich bin komplett über Umwege zum Theater gekommen und diese Umwege haben zum Beispiel die Komponisten des Stücks Avenue Q auch vorgenommen. Hilfst du den anderen, dann hilfst du immer auf dir. Zum Beispiel Robert Lopez hat ein BA in Englisch. Was fängt man an mit einem Abschluss in Englisch? Was ich finde auch, dass unser Cast ein bunter Haufen der Avenue Q ist. Also wir haben in der B-Note sind wir auch die eine Avenue Q. Und deswegen ist das Stück für mich eine Herzensangelegenheit. Q, wir leben in der Avenue Q. Du gehörst dazu. Die Musik bei Avenue Q ist genauso wie das Stück und die Charaktere. Es ist eine bunte Avenue Q-Mischung. Es sind Popballaden da, die sehr berührend sind. Ich habe weder Zeit noch Lust auf so einen Mann, der nicht weiß, was er will und sich nie entscheiden kann. Wir haben Bierpolka, wir haben Dixie, wir haben Rocknummern, wir haben Swingnummern. Schadenfreude, die Leute freuen sich, wenn's dir scheiße geht. Es ist eigentlich für jeden was dabei und ich denke mir, es wird sowohl akustisch als auch optisch
ein tolles Erlebnis. Für einen Moment, für einen Moment. Lasst uns Spaß haben an anderen, lasst uns Spaß haben an Fremden, lasst uns die aufnehmen, lasst uns aufeinander zugehen. Das macht so Lust auf Leben und Lust auf Gruppe, Lust auf Gemeinschaft, auf Bund, auf Vielfalt. Ja, nach so einem Theater wollen wir doch mal eintauchen in die Geschichte. Und auch die Römer wussten ganz schön Theater zu veranstalten. Natürlich in ihrem Amphitheater. Treten Sie ein in eine ferne Welt. Auch im antiken Trier zog das Amphitheater die Menschen magisch an. Die ca. 22 Meter hohen Ränge boten bis zu 18.000 Zuschauern Platz. Und die wollten was erleben. Gladiatorenkämpfe, Kämpfe mit wilden Tieren und blutigen Verurteilungen, Spiele ein ganz wichtiges Thema. Das römische Spielewesen macht einen ganz zentralen Punkt im Leben eines römischen Bürgers aus. Es fanden regelmäßig Spiele statt, im Amphitheater zum Beispiel. Das waren dann aber keine Spiele wie etwa in einem Theater, also keine Schauspiele, sondern es waren Kämpfe zwischen Gladiatoren. Denkbar durchaus auch andere Formen der Aufführung, also szenische Aufführungen gab es durchaus auch, aber das Zentrale waren sicherlich die Gladiatorenkämpfe. Und diese Kämpfe hatten es in sich. Gladiatoren hatten Kultstatus und wurden vom Volk gefeiert. Aber dass sie immer blutig endeten, das war in vielen Fällen nicht der Ausgang dann auch dieser Kämpfe. Man muss ja auch bedenken, die Ausbildung eines Gladiators ist ja nicht gerade billig. Und die Gladiatorenschulen waren natürlich auch sehr daran interessiert, dass die Kämpfer möglichst lange eben zur Verfügung standen. Das war ja auch Kapital. Erbaut zum Ende des 2. Jahrhunderts, war das Amphitheater ein Ort der Massenunterhaltung. Bei der Errichtung wurde der Bau vermutlich als Tor in die Stadtmauer integriert. Und noch etwas gibt es in den Spuren zu erfahren. Es gab auch eine klare Rang- und Sitzordnung, wer wo saß. Die besseren Plätze waren natürlich direkt am Geschehen, also ziemlich an der Arena selbst. Und in der Mitte, in dem Fall ist das hier in Trier, an der Westseite haben sie auch eine große Loge. Da gibt es dann auch einen Zugang zur Arena, also man kam dann von diesen Rängen auch direkt in die Arena. Das eigentliche Geheimnis liegt aber unter der Arena und ist auch im Amphitheater Trier zu bestaunen. Hier gab es eine Bühnenmaschinerie, eine Art Aufzug, mit der aufwendige Inszenierungen in der Arena stattfanden. Hier nahm die Dramaturgie ihren Anfang, manchmal aber auch ihr blutiges Ende. Der Aufzug funktionierte in beide Richtungen. Eine Unterwelt, die die Fantasie beflügelte. Kleine Fluchtäfelchen aus Blei wurden hier abgelegt. Durch sie hat man die Götter um Unterstützung gebeten. Ein passender Ort für ein wenig schwarze Magie. Also es sind eigentlich auch Spiele zu Ehren der Götter. Der Kaiser übernimmt es dann in der Nachfolge, dass er diese Form natürlich der Volksbelustigung dann auch dann instrumentalisiert für seine Regierung. Mit Ende des Römischen Reiches endeten auch die Spiele. Mönche nutzten das Amphitheater im Mittelalter als Steinbruch. Doch heute kämpfen sie wieder für die Zuschauer. Das Amphitheater Trier, UNESCO-Weltkulturerbe. Schauen und staunen. Wir machen Geschichte lebendig. Das war's für diese Woche mit Heimat. Wir wünschen Ihnen natürlich von Herzen einen guten Start in das neue Jahr. Frieden und Gesundheit, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Seien Sie froh und munter und versuchen Sie einfach auch für Ihre Mitmenschen da zu sein. Dann sollte der Rest schon von selber klappen. Alles Liebe, alles Gute und auf 24. Prost!
Heimat wurde präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.